Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge SpongeBob Schwammkopf Battle for Bikini Bottom. Letztes Mal hatten wir den Arena-Fight bestritten. Und, sind wir hier in dem zweiten Bereich jetzt angekommen. Dritter Bereich angekommen, im dritten Bereich, ja. Wir hatten ja die City, der vierte Bereich ist das sogar schon. Also wir hatten die Quallenfelder, wir hatten die City und die Gulagoon. Ja, hier ist Sandys Kuppel. Oh, und da ist scheinbar noch ein fünfter Bereich. Wir haben jetzt auch das Bowling erlernt. So. Bowling. Oh, da sind ja noch mehr Bereiche. Bereit für eine Runde Schwammball? Ja, also da erwartet uns noch echt viel Spaß, habe ich so das Gefühl. Da ist noch der Chum Bucket. Hier ist noch die. Das sind die Sandy Mountains. Kann ich da rein eigentlich? Ja, zur Polizeiwache kann ich auch rein. Und da auch noch ein Bereich, wo es dann zum Chum Bucket geht. Und zum fliegenden Holländer. Und zur Krossenkrabbe geht es da auch. Wow, ey. So, da kann man echt nicht meckern. Hat man echt viel Content. Ah. Das ist eine goldene Unterwäsche. Einmeldung. Ein Schwamm, der fünf Unterhosen trägt, ist im Anmarsch. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Ich jetzt eh nicht geschafft, deswegen habe ich es jetzt abgebrochen. So, aber jetzt schauen wir mal, wo uns das hinführt. Das war nicht gut. Schaffe ich das in 10 Sekunden? Never. Niemals. Es hat geklappt. Boah, auf die Sekunde. Geil. Also sowas freut mich dann, wenn es dann auf die Sekunde genau klappt. Hammer. Das sieht ja grimmaßen, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Geil. Da hinten beim Chumbuck gibt es dann noch was zu holen. Warum wir uns hier in eine Kugel verwandeln? Ach, um schneller voranzukommen. Oh, hier ins Altersheim können wir auch zum Meerjungfraumann und Blaubarsch buchen. Aber ich würde gerne mal zuerst zu Sandy gehen. Sandy, deine Baumkuppel hat ein Leck. Diese Roboter haben einen Sprung ins Glas gemacht, SpongeBob. Mein Baumhaus ist bis zum Dach voller Roboter und du bist schuld. Also geh da rein und sorge für Ordnung. Alles klar. Fertig. Los. Nenn mich auch Schwamminator. Ach, ich hab nur ein Time Limit, weil hier kein Wasser ist. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Erwischt. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Also gut, schon viel besser. Ich schätze, den hier brauchst du mehr als ich. Ein goldener Fangwender. Na, guck
mich hier auch nochmal um, was es hier noch so gibt. Wie eine Frühlingsbrise. Hä? Das kann man drehen. Ist ja geil. Kann man bei ihr auch rein? Nee. Hör auf zu. Okay, das war's scheinbar. Das war's scheinbar mit Sandy. Gehen wir jetzt hin? Altersheim, Polizeiwache. Altersheim, Polizeiwache. Ich gehe in die Polizeiwache. Das interessiert mich ein bisschen mehr, ehrlich gesagt. Das ist der Roboterbetrachter. Stell dich auf die Plattform von dem Betrachter, um ihn zu aktivieren. Du kannst den Betrachter nutzen, um Informationen über Gefangene. Roboter! Oh. Ah, die ich schon besiegt habe. Zu denen bekomme ich Details. Also viele Arten von Robotern gibt es ja scheinbar nicht mehr. 6 Arten noch. Cowboy. So ein kleiner Hüpfer mit einem Rädchen. Einer, der aussieht wie, ich würde fast sagen, ein Topf mit Kameraguckloch. Einer auf einem Seepferdchen. Das sieht aber eher aus wie einer von der Gulagun. Habe ich die ignoriert? Der auch. Aber vielleicht bin ich ja später nochmal dort. So, dann gucken wir mal, was es hier sonst so gibt. Bilder, Bilder, Bilder. Zu hübsch. Ich halte es nicht aus. Ach, das war's. Also in der Polizeiwache kann ich nur... Ja, kann ich nur Infos zu den Robotern sammeln. Ist ja nicht so schlimm. Roll, roll, roll den Schwamm. Aber hier kriegen wir bestimmt Missionen, oder? Hallo, das wow, ist... Meerjungfraumann und Blaubauschbube, meine Helden! Schieß mich mit einem Wasserball ab! Schieß mich ab, schieß mich ab! So was machen wir nicht mehr, Junge. Wir sind in Rente. Ist das der Fernsehtechniker? Nein, das ist schon wieder dieser aufgedrehte Schwammjunge. Oh, bist du sicher, dass er den Fernseher nicht reparieren kann? Meerjungfraumann, es wäre mir die größte Ehre, euren Fernseher zu reparieren. Prima! Hey, Schwammjunge, möchtest du uns wirklich helfen? Oh, Junge. Also dann, aber bremst deinen Enthusiasmus ein bisschen. Mein Darm wird schon unruhig. Wir haben unten in der Heldenhöhle ein kleines Problem mit ein paar Robotern. Bist du sicher? Absolut, Blaubart. Nun, dann geh zum Sofa, um in die Heldenhöhle zu gelangen. Wir treffen... Ist schon Pudding! So, also können wir in die Heldenhöhle runter. Aber erstmal will ich hier gucken, was es hier so gibt. Nichts. Geschenke öffnen ist klasse. Da hinten sind noch Tikis. Das war's. Haben die aber echt schön gemacht. Na klar, Heldenhöhle betreten. Irgendwie habe ich das Gefühl, da fehlen Soundfiles. Aber naja. Haben sie trotzdem schön gemacht, finde ich. Nimm das! Dankeschön. Böse! Mir, Jungfrau, Mann und Blauwaschbube. Ah!
Du solltest dich nicht so an Meerjungfraumann heranschleichen. Sein Herz ist nicht mehr so gesund. Eigentlich ist gar nichts mehr an ihm gesund. Tut mir leid, Meerjungfraumann. Ich bin nur immer so begeistert, wenn ich euch beide sehe. Eure fantastische Gegenwart zu erleben, lässt mich pure Gerechtigkeit spüren. Seht ihr? Ich habe Gänsehaut auf meiner Gänsehaut, auf meiner Gänsehaut, auf meiner... Schon gut, Junge. Spar dir das und sag uns, was du willst. Naja, ich hätte gern eine neue Sonnenbrille. Auf meine alte hat Patrick sich gesetzt. Das meine ich nicht. Ah! Eigentlich ist es gut, dass du aufgekreuzt bist. Du Schwamm der Güte! Ist es? Ist es? Ja! Ein Rudel böser Roboter hat das Sicherheitssystem der Heldenhöhle übernommen. Du musst es abschalten und sie aufhalten. Warum er? Wir sind doch absolut fähige Superhelden. Weil es Donnerstag ist und wir eine ganze Menge Arzttermine haben. Ah, Muscheldreck. Hatte ich vergessen. Geh und sprich mit dem Heldenhöhlencomputer im nächsten Raum. Sie wird dir sagen, was zu tun ist. Ich werde diese wahnsinnige Verantwortung übernehmen, Meerjungfraumann. Auf zum Arzt! Davon! Auf zum Arzt, genau. Das klingt immer so nach auf zum Atom. Also auf zum Atem, hieß es ja dann auch mal in den Simpsons. Ah, auf zum Arzt. Ich kann nur mit den beiden reden, okay. Das ist nicht irgendein Schwamm. Es ist der Superschwamm. Yes. Triff nicht auf die roten Felder des Disco-Bodens. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Ach, die dürfen, ja. Oh, wie funkelnd. Ich hab ich gar nicht kommen sehen. Habe ich mich erschreckt. Diese Stangen sind Stromgenerator und du darfst sie weder noch den Boden berühren. Okay. Also nichts berühren. Ach so, wir haben eine neue Fähigkeit erlernt. Alle Leine! Ja, hat geklappt. Ach du großer Schinken, den habe ich verstanden. Autsch! Boah, das war knapp, wie das runtergefallen. Unterhosen gebrauchen. Oh, da ist der Texas-Typ. Mit den... Ach, das sollen Hunde darstellen. Oh, die explodieren, wenn die mich beißen. Na toll. Dieser Roboter heißt Al. Nutze Blasenbowling, um ihn zu besiegen. Komm her, mein Junge. Komm her. Ah, es geht doch nichts über den Geruch von Seifenblasen am Morgen. Riech nach Sieg. Ist er abgehauen? Autsch! Wenn die explodieren, kriege ich gar nichts dafür. Ah, scheiße, ich hatte noch ein Leben. Kacke. So geht's doch viel schneller und einfacher.
Darüber kommt bestimmt nur Sandy, kann ich mir gut vorstellen. 13! Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Ach, hier kann ich gar nichts machen? Okay. Wo geht's hier lang? Hauptkammer der Helden. Okay. Hat er gerade Glitch? Glitcht er gerade so vor sich? Hallo? Scheiße. Das Schaufelrad kannst du mit dem Bowler in Bewegung setzen. Bowle gegen die Seiten des Schaufelrads, damit er sich dreht. Okay. Was dreht sich denn? Ich check noch nicht mal, was ich drehe. Jetzt dreht sich etwas. Aber da war ich doch schon. Komisch. Da konnte ich doch springen. Schenke öffnen ist klasse. Ach, hier die Computer bringen mir nichts. Ich muss also in die Hauptkammer. Alle Neune! Ich spring mal runter. Bereit für einen weiteren fantastischen Tag. Ich will den nämlich schon unbedingt besiegen. Nennt mich auch Schwamminator. Hinten ist auch. Noch weiter nach rechts drehen. Müssen wir hier treffen. So kriege ich einmal die Unterwäsche. Brauche ich die? Nö. Ich würde gerne da hinten zu dem Angeln. Bungee. Ja? Patrick freut sich sicher, das zurückzubekommen. Ist das noch was? Nö. Da unten ist ja noch einer. Das habe ich gar nicht gesehen. Und was bringt mir das? Gar nichts. Ach man. Aber dann muss man einfach mal so stehen bleiben und nichts machen. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Hier ist nichts, also muss ich in die Hauptkammer denken. Der hellen Höhle. Die Eldenhöhle. Geheime Festung der faltigen Superhelden. Meerjungfrau Mann und Blaubarschbube. Ha!
Thaddäus, ich freue mich ja so, dich zu sehen. Und das ist nicht die Art Freude, die man vorne in den Knien, sondern die Art, die man hinten in den Ellbogen spürt. Du glaubst mir nie, was passiert ist. Ja, das Rentner-Du hat es mir erzählt. Diese zwei alten Säcke haben mich schon reingeschickt, damit ich mir ihren Heldenhöhlencomputer ansehe. Aber da du jetzt hier bist, lass ich dich das machen. Er ist gleich da vorne. Sieh dich hier um. Ich meine also bitte. Er würde es sie umbringen, hier ein paar Teppiche auszulegen und dieser ganze vergeudete Platz. Wir haben diese zwei alten Heinis das hingekriegt. Ach, das ist einfach. In Folge 27 wurde die Heldenhöhle von den grabenden Bermuda-Monstern überfallen und die... Schon gut. Geht doch nichts über den Geruch von Seifenblasen am Morgen. Das riecht nach... Hier könnte dann bestimmt Patrick komplett sich rüberschießen oder so. Checkpoint. Kann ich den Charakter wechseln? Ah, das ist dann alles für Patrick. Er kann dann da Sachen dagegen werfen. Muschel verfüttern und Patrick eine Wippe. Ja, warum nicht? Dann nehmen wir mal Patrick. Da ist jetzt eine Wippe für Patrick. Überlass das nur uns! Ihr müsst lediglich je eine Wurffrucht aufnehmen! Und in die verschiedenen Apfelmaschinen werfen. Die Fruchtwürfel früchten? Nein, die Wurffrucht werfen. Den Früchtwurf würfen? Und am besten beeilt ihr euch, denn ich neige dazu, hochzugehen. Ich meine, sie neigen dazu, hochzugehen. Geil. Damit auch noch so. Viel besser. Wir müssen echt viel Zeug herumtragen. Ich nehme erstmal die hier. War doch nicht besser. Bin ich da jetzt eben echt nur durch Glück rübergekommen? Nein, scheinbar nicht. Soll so sein. Dann probiere ich noch die hier an. Yay. Und jetzt der da mit den. Shit. Ach du Scheiße. Falls ihr gerade eine Sirene im Hintergrund hören solltet, das ist keine Sirene aus dem Spiel. Hier bei uns brennt es scheinbar und die Feuerwehr hat so eine richtig tolle Sirene wie aus dem Film Silent Hill. Ist sehr schön. Ich finde nicht, dass SpongeBobs Unterwäsche richtig passt. So, das hätten wir fast geschafft. Dreimal in die Ecke, dein Ernst? Warum? Einfach nur warum? Ist das alles? Ah. Ich dachte ja, es gäbe noch ein Eis. Ganz ruhig. Das wird schon. Autsch! Boah, ey. Strahlend weiß. Noch einmal. Oh. Ich komme denn.
Geschafft. Und jetzt? Ihr habt es geschafft! Jetzt kann ich etwas schlafen. Oh, Junge, Junge, Junge! Ein Pfannenwender. Da freut er sich. Wo fliegt er dann? Hey, dich kenne ich doch. Du bist doch dieser Typ. Wir werden viel mehr Energie brauchen, um den hydroakustischen Doppler-Modulator zu aktivieren. Kriegst du das hin? Ich kann von hier oben Thaddäus Haus sehen. Und der hat gar keine Hose an. Halt, er trägt ja nie Hosen. Jetzt hör zu, dort sind 8 Zylinder. Wenn du etwas gegen einen Zylinder wirfst, dreht er sich zur Stromseite um. Hast du alle 8 Zylinder zur Stromseite gedreht, gebe ich dir eine Belohnung. Entschuldigung, wie war das? Ich hab dann... Fang einfach an, diese Zylinder umzudrehen. Ich hasse solche Rätsel. Hat aber geklappt. Was kann ich hier SpongeBob drücken? Das wohl gut ist. Ah, nicht SpongeBob, sondern wir können. Gut gemacht. Jetzt haben wir genug Energie. Wofür brauchst du die ganze Energie denn? Na, für mein Fußbad natürlich. Hier, nimm diesen goldenen Pfannenwender. Oh, Junge, Junge, Junge! Der sich immer freut. Ah, ich muss die PCs also anmachen. Okay. Einsam, so ganz alleine. So. Die habe ich angemacht. Da ist noch eine Taste. Die kann aber nur SpongeBob drücken. Ja, das Ding ist ja verdreht. Das heißt, ich komme da hinten gar nicht mehr zurück. Dann nehmen wir das SpongeBob. Weil ich wollte eigentlich wieder zurück. Ich wollte eigentlich. Alle Neune! Mist. Das ist ja doof. Brücke aktiviert. Dann los geht's. Erwischt. Kaputt. Es glänzt. Und hier kann SpongeBob hoch. Warum habe ich das jetzt gemacht? Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Das ist so cool. So.
jetzt? Was bringt mir das hier hoch? Fehlt hier nicht etwas? Wir haben mal das Spiel ein bisschen ausgetrickst, da stand nämlich Checkpoint aktiviert. Das wollte ich nur tun. Damit ich wieder die Kontrolle über das Sicherheitssystem bekomme, musst du alle Überbrückungsschalter drücken, die überall in der Heldenhöhle verteilt sind. Das ist Sandys Stimme. Der erste ist gleich hier. Die Schalter drücken. Wenn du sie alle gedrückt hast, musst du hierhin zurückkommen und den Hauptabschaltknopf drücken. Dann bekommst du eine Belohnung. Hierhin zurückkommen. Hörst du mir überhaupt zu? Zuhören. Alles. Das ist aber der zweite Schalter, den ich schon gedrückt habe. So. Ich will nämlich dahin. Ich will wissen, was da ist. Jetzt euer Ernst? Boah, die Mühe war ja voll umsonst. Der Geruch von Seifenblasen am Morgen, das ist eine... was war das? Welcher Film war das? War das Platoon? Das war zumindest ein Kriegsfilm. Da war aber die Rebel von Napalm. So, hier ist der Weg. Sicherheitstunnel der Heldenhöhle. Boah, die Heldenhöhle ist ja riesig. Drücke den Hauptschalter, um die Brücke zum Bösewicht-Isolationsgebiet herunterzulassen. Okay. Ich sehe keinen Schalter. Naja, ich würde sagen, wir machen hier eine kurze Pause. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit SpongeBob Schwammkopf Bikini for... Battle for Bikini Bottom. Ah, schwieriger Titel. Irgendwann kriege ich es hin. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen. Kommentar könnt ihr gerne auch hinterlassen. Und liken wäre auch sehr toll. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Vielen herzlichen Dank und bis bald. Tschüss.